Interkulturelle Öffnung, das ist ja nicht nur akademisches Sandkastenspiel, sondern da geht es darum, wie leben wir mit Menschen zusammen in einer multikulturellen Gesellschaft. Und ich denke dann zum Beispiel an dem, was ich so konkret in meinem Lebensumfeld erlebe. Seit Jahren im Gottesdienst sitzen in bestimmten Bankreihen Menschen, die aus Russland, aus Kasachstan hierher gekommen sind. Sie kommen zum Gottesdienst, gehen wieder, sind da, gehören doch nicht dazu. Oder ich denke an die tamilische Familie, die seit 30 Jahren bei uns lebt, deren Geschichte ich gar nicht kenne, wo ich aber ahne, was sie alles im Laufe ihres Lebens an Verfolgung erlebt haben, wie das prägend ist. Das bringen sie hier mit, sind hier angekommen, leben mit uns. Gehören sie dazu? Wie bringen sie sich ein? Ich denke aber auch daran, wie das zum Beispiel ist, wenn jemand aus Bosnien hierher gekommen ist, hochqualifiziert als Lehrerin oder als Ärztin und hier erstmal spürt, das, was ich mitbringe an Kompetenzen, zählt erstmal nicht, weil ich die Lizenz nicht habe, weil ich keine deutschen Zeugnisse habe und ich muss mich überall hinten anstellen. Und dann gelingt doch im Laufe von Jahren, manchmal Jahrzehnten, dass jemand eine berufliche Perspektive dazu gehört und zu einer tragenden Säule dann auch wird, als Mitarbeiterin in einem Kinderheim oder als Ärztin in einem evangelischen Altenheim, da geht dann eine ganze Menge. Interkulturelle Öffnung ist kein Selbstläufer, sondern das muss gestaltet werden. Da müssen wir uns intensiv Gedanken machen. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann wird sich viel ändern in unserer Kirche und in unserer Gesellschaft. Und ich denke, wir müssen es wollen, dass sich viel verändert. Gerade auch auf dem Hintergrund der Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen. Das wird die Herausforderung noch mal sehr steigern.